Engerling-Bekämpfung in Hanglagen. In dieser Form eine Premiere. Mit einem 6 Meter breiten Injektor spritzt Lohnunternehmer Andreas Imlauer ein mikrobiologisches Pflanzenhilfsmittel in die Grasnarbe, das die Schädlinge abtöten soll. Als Trägerfahrzeug verwendet er einen Traktor mit Raupenlaufwerken. Hier im Berggebiet die einzige Möglichkeit, denn eine Bodenbearbeitung wie im Flachland wäre auf solch erosionsgefährdeten Flächen undenkbar. Engerlinge, das sind die Larven von Mai- und Junikäfer. Sie fressen die Wurzeln der Grasnarbe ab. Wie vielerorts sind auch hier in der Gemeinde Unken diese kleinen Tiere zu einem großen Problem geworden. Dabei hat alles ganz harmlos angefangen. Also losgegangen ist es bei uns vor sicher 6-7 Jahren schon. Die Engerlinge haben bei mir schon 2007 und 2010 haben wir ja schon Engerlinge gehabt. Einmal. 2010 haben wir dann eben probiert, da haben wir ein paar kleine Flecken gehabt, nur ein paar hundert Quadratmeter. Und da haben wir dann mit der Hand die Büßgerste eingebaut. Und dann war eigentlich eine Ruhe jetzt. Aber letztes Jahr war es einfach ganz extrem vom Flug. Da haben Maikäfer ums Dunkel werden auf Nacht ganze Schwämme. Also richtig wohlkannt ist gewesen. Wir haben aber gemacht bei uns erinnern, weil ist eigentlich nichts geflogen, wird nichts passieren. So fleckweiß, haben braune Flecken geworden. Wir haben auch gemeint, ja, Sonnenbrennt ein wenig. Wir haben da eine total südseitige Lage. Hat uns eher da. Haben wir zuerst gemeint und dann haben wir mal ein wenig nachgeraubt und geschaut, weil ich weiß gar nicht, die sind so Engerlinge auf dem Weg. Haben wir auch gleich mal gefunden bei uns. Beim Frühjahr hat er überhaupt nichts gekannt. Und beim ersten war es auch erdrückend extrem. Haben wir auch noch gemeint, ja, Engerling bei uns drin ist nichts. Haben uns auch nichts gedacht dabei, wird schon wieder vergehen, ist einmal die erste Annahme. Und wohin ist es aber schlimmer eigentlich? Gebietsweise dann schon, ist schon weiter umgegangen, das Ganze. Es ist jetzt unter der Schadschwelle gewesen, noch, dass er nicht direkt der Rasen angestorben ist, aber sie sind drei. Und wenn du halt nichts tust jetzt, dann wird halt das in den nächsten paar Jahren massive Auswirkungen haben. Auch. Es ist genau so gewesen, es ist heuer in jedem Ding, jeden Flecken, wo du auftreibst und irgendwo. Also haben hunderte Engerlinge zu finden auf ein paar Quadratmeter. Durch die Fraßschäden an den Wurzeln werden die Pflanzen braun und sterben ab. Während in Gunstlagen nur das Futter knapp wird, kämpfen die Bauern hier im Berggebiet mit noch ganz anderen Problemen. Es ist in der Bewirtschaftung gefährlich, wo man nicht noch fahren kann. Da bricht der Wasen total, man rutscht davon. Kleine Flächen haben dem schon, wo du dem schon siehst, jetzt, wenn du da reinkommst, dann musst du aufpassen, dass du mit dem Metraker und mit dem Mulli nicht weg bist, weil der Wasen bricht. Wir haben einfach mit der Heigerei, es ist so schon ein Aufwand mit geringem, wir können gerade mit dem Mäher fahren, alles ohne mit der Hand da. Und jetzt kannst du halt stückweise mit dem Mäher auch nicht mehr fahren. Oder relativ große Flächen, wo du mit dem Mäher auch nicht mehr fahren kannst. Und halt auch kein Futter nicht zusammenbringst. Wir haben heuer fast die ganzen Flächen, es sind 6 Hektar daheim, wo es Grünland haben. Und das sind ein paar Ladewagen beschränkt sich das, was wir da zusammengebracht haben. Und es ist natürlich bei uns auch ein großes Problem im Winter, wo der Schnee abrutscht. Der nimmt dann den angefressenen, die Oberschicht, Bodenschicht, die nimmt er mit. Wir haben relativ große Kahlflächen gehabt im Frühjahr dann heuer, wo der Schnee abgerutscht ist. Alle Hoffnungen konzentrieren sich jetzt auf dieses Mittel, Artis Pro. Ein Pilz, der in einer Aufwandmenge von 3 Kilogramm pro Hektar mit 300 bis 500 Liter Wasser vermischt ausgebracht wird. Die Bildsporen, die legen wir in 5-6 cm Tiefen an. Dann kommt der Engerling vorbei und nachher werden die Bildsporen aktiv. Nachher fängt der Erwachsene und der braucht einen Engerling, dass er da drauf wachsen kann. Der durchwächst einen Engerling und frisst ihn mehr oder weniger zusammen und baut den Engerling an. Artis Pro ist als mikrobiologisches Pflanzenhilfsmittel deklariert und auch für den Einsatz in Biobetrieben zugelassen. Zur Ausbringung verwendet der Lohnunternehmer ein Gerät, das ursprünglich zur Stickstoffdüngung entwickelt wurde. Metallräder mit Injektionsstacheln spritzen die Lösung 6 cm tief in den Boden, in die Wurzelregion, genau dort, wo die Engerlinge sitzen. Über eine mechanische Narbensteuerung wird der Kanal erst dann geöffnet, wenn der Stachel im Boden ist. Für eine flächendeckende Benetzung wurde der Reihenabstand von 25 auf 20 cm verkleinert. Die Räder sind mit Gummipuffern beweglich am Rahmen montiert, damit sie Hindernissen ausweichen können. Der Injektor hinterlässt lediglich kleine Löcher im Boden. Auch der Raupentraktor arbeitet sehr schonend. Die Standsicherheit am Seitenhang ist beeindruckend. In diesem Gelände sollte der Fahrer aber schon sehr genau wissen, was er tut. Man muss ein relativ gutes Vertrauen auf die Maschine haben, sage ich mal. Erstens, eine top gewartete Maschine muss sein, dass nichts oder möglichst nichts brechen kann. Sag ich mal, das ist ja der Steillag, das Um und Auf einmal. Und nachher auch die V-Taktik. Ne?
wenn man es auch bei der vorherigen Fläche und bei der jetzt gesehen hat, wir fahren in der Bearbeitungsrichtung fahren wir hin, arbeiten wir, nachher heben wir auf und fahren rückwärts wieder zum Anfang hin. Wir einfach mit den ganzen Wendemanövern, was wir haben, fügen wir der Flächen mehr Schaden zu, als wenn wir da einfach nochmal retour zurückfahren. Durch die breiten Raupen verteilt sich das Maschinengewicht auf eine große Fläche. Obwohl das Wetter regnerisch und der Boden nass ist, hinterlässt das Gespann kaum Spuren. Kleine Schäden werden sofort behoben. Hubert Flatscher ist begeistert. Ja, es funktioniert eigentlich wesentlich besser, als wir mir das vorgestellt haben, weil ich kenne die Felder, wenn ich mit den Maschinen fahre, und ich habe mir nicht vorstellen können, dass er mit einem 6 Meter breiten Sprühbalken auf der Fläche fahren kann. Das Gefährt mit 9 Tonnen, ich mir denke, ja, unmöglich. Und wir haben eigentlich nur vor unten weg von einem Teil davon geredet, dass wir das einmal probieren. Und da hat er gemeint, er steht rückwärts auf und fährt gerade runter, dass er jetzt die ganzen Flächen quer hin und her fährt. Also das war vorher eigentlich unvorstellbar und hat mich jetzt selber komplett überrascht, dass er da das jetzt alles machen kann eigentlich. Experten gehen davon aus, dass uns die Engerlinge auch in den nächsten Jahren beschäftigen werden. Markus Speicher meint, dass die Gefahr massiv unterschätzt wird. Die Flächen weiten sich aus. Alle paar Tage kommt einer dazu, der was sagt, er hat es auch ein bisschen. Oder das Problem ist, glaube ich, das ist flächendeckend, wird das gleich einmal salzburgweit. Angrenzend in Bayern haben wir es ja schon gehört, haben es ja da Weißbach raus, ist massiv. Also, das wird bundesweit ein großes Thema werden und ein großes Problem werden. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch Probleme mit Engerlingen? Wenn ja, wie geht ihr damit um? Schreibt eure Erfahrungen unten in die Kommentare. Für die Bekämpfung in Hanglagen hat sich Andreas Imlauer gerüstet. Er bietet diese Dienstleistung in einem weiten Aktionsradius an. Interessierte können sich bei ihm melden. Wir sind sehr mobil mit unserem Gespann. Wir verlangen dabei auf den LKW. Durch das haben wir einen sehr großen Aktionsradius, wo wir auf dem Weg sind. Sage ich, Pinzgau, Bongau, angrenzende Tirol, wo es ist, Bayern, je nachdem, überall, wie viele Flächen da auch zusammenkommt, sind wir da ziemlich flexibel auf dem Weg. Und von dem her ist es auch umso besser, umso früher, als wir da die Engerlinge da bekämpfen, umso schneller werden wir denen her. Und umso länger natürlich gewartet hast, umso mehr da vermehren sie sich und umso schwerer da nehmen wir die Partie wieder rein. Deswegen haben wir jetzt geschaut, dass wir möglichst schnell mit der Maschine so am Start sind, wie wir es jetzt sind, dass wir da schon einiges heuer den Jahr noch machen. Die Kosten für die Dienstleistung setzen sich aus einem Hektarpreis für den Injektor und einem Stundenpreis für den Traktor zusammen. Dazu kommen noch die Kosten für das Mittel, etwa 180 bis 200 Euro pro Hektar. Kontaktdaten und Infos zur Engerlingbekämpfung findet ihr auf der Website die-grünlandprofis.at. Wir sind natürlich weiterhin mit der Kamera unterwegs und versorgen euch laufend mit neuen Videos über Land- und Forstmaschinen, spannenden Berichten aus der Praxis und aktuellen Neuvorstellungen. Abonniert unseren YouTube-Kanal, wenn ihr keinen Beitrag mehr verpassen wollt.